Hi, Johannes hier für neuerdings.com und hier haben wir für euch das neue Huawei Ascend P6. Das ist das dünnste Smartphone der Welt derzeit. Wurde gerade eben vorgestellt. Gehen wir mal gleich zu den technischen Daten über. Wir haben hier ein 4,7 Zoll Display mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln. Das entspricht also 720p. Und ihr seht es hier schon, das ist die Emotion UI, das ist also die Benutzeroberfläche von Huawei selber. Macht schon was her, sieht ganz nett aus. Und wenn euch das so nicht gefällt, könnt ihr einfach hier über Themes verschiedene Themes auswählen. Also hier beispielsweise das Pure, Apply und schon wird das hier drüber gesetzt und wir haben ein ganz neues Design. Und dieses hier finde ich einfach ein bisschen eleganter, es sieht wirklich sehr schön aus. Gehen wir mal kurz um das Gerät herum. Da seht ihr hier auf der linken Seite einmal den Kopfhöreranschluss. Hier unten seht ihr, dass es unten abgerundet ist. Ihr könnt es also leider nicht aufstellen, da es einfach hinfallen würde. Auf der rechten Seite seht ihr, wir haben einen Micro-SIM-Karten-Slot, einen Micro-SD-Karten-Slot, den Lautstärketasten und hier den Power-Button. Oben findet ihr dann den Micro-USB-Port. Die Rückseite sieht ganz cool aus, sieht aus wie gebürstetes Aluminium. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es gebürstetes Aluminium ist oder nur Kunststoff, aber es macht auf jeden Fall schon was her. Ich glaube, es ist Aluminium. Hier an der Seite haben wir auch einen Metallrand, wie ihr sehen könnt. Und das ist die schwarze Variante, die gibt es noch in Weiß und hier in Pink. Und das hier ist auf jeden Fall Kunststoff, glaube ich. Ist sehr matt, sieht sehr schön aus, wie ich finde. Und wir sehen hier auch, dass wir hier die Lautsprecher haben. Also die pinke Version hat hier auch Metall an der Seite. Natürlich ein bisschen pink oxidiert. Und ja, schauen wir uns noch ein bisschen mehr von dem Gerät an. Wir haben auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera. Die kann Full-HD-Videos aufnehmen und hat ein Fotolicht. Hier oben drüber findet ihr dann noch eine 5-Megapixel-Kamera. Das ist das Schöne, denn andere verbauen ja nur 1 oder 2 Megapixel. Huawei hat hier 5 Megapixel verbraucht. Also wenn ihr einfach eure Selbstporträts macht, könnt ihr hier mit 5 Megapixel eure Bilder machen, was ich sehr schön finde. Als Prozessor wird hier ein High Silicon K3V2E Quad-Core Prozessor eingesetzt mit einer Taktrate von 1,5 GHz. Also wirklich schön schnell für die meisten Anwendungen im Spiel, auf jeden Fall super ausreichend. Wir haben also hier auch noch einen 2000 mAh Akku verbaut. Der soll dann für die Akkulaufzeit sorgen. Ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Akkulaufzeit wir jetzt bei 2000 mAh bekommen. Aber das zeigt unser Test dann, sobald wir das Gerät dann bekommen. Und das Huawei Ascend P6 wird dann ungefähr im August in Deutschland auf den Markt kommen. Und das zu einem UVP von 449 Euro. Wir haben hier verbaut WLAN BGN mit Wi-Fi Direct Support und Bluetooth 3.0. Hatte ich das schon erwähnt, die Rückkamera kann Videos in Full HD aufnehmen. Was dann aber schade ist, dass die Frontkamera nur Videos in 27p aufnehmen kann, obwohl sie 5 Megapixel hat. Sie könnte also theoretisch auch Full HD aufnehmen, tut es aber leider nicht. So, was könnte ich noch dazu sagen? Abgesehen davon, dass es mit 6,18 mm sehr dünn ist, ist es mit 120 Gramm auch wirklich sehr leicht. Als Betriebssystem läuft hier Android 4.2.2. So, das ist das Huawei Ascend P6. Hier das dünnste Smartphone der Welt.